Und damit recht herzlich willkommen hier zurück zu einem niegelnagelneuen Livestream. Ja, so toll wie... Boah, es fällt mir kein... Kekse. Nicht komischer Witz mit Nageln ein. Also wir haben ja die Dinger da auch an die Wand getackert. Ja. Von dem her würde ich sagen, recht herzlich willkommen hier. Das wissen die Zuschauer gar nicht. Es ist mir egal. Ich kann die Kamera... Nee, kann ich nicht umdrehen. Nein. Macht man nicht. Der Sound müsste um Welten besser sein. Ist er wahrscheinlich nicht, aber ist egal. Auf jeden Fall recht herzlich willkommen zu dem neuen Stream. Und wir machen heute Fahren. Ich habe ihn rausgeklickt aufs Fenster, deswegen mal nichts hört von dem Spiel. Aber auf jeden Fall heiße ich euch herzlich willkommen und wir machen Livestream wieder im Kaffeefahrtmodus. Ich habe wieder Kaffee, da ist schon wieder kalt, das war dann eine Dreiviertelstunde alt ist. Ich kann mir erstmal schon zu trinken gönnen, ne? Das ist auch in Ordnung. Angeln, diese Motoren, Frauenwände, gibt so viele Vorlagen dafür. Ja, mir fällt doch gerade keiner ein. Ich weiß nicht, so im Kaffeekranz-Modus ist das ich irgendwie... Ich fahre auch doch irgendwann heute, aber jetzt gerade nicht. Einer weiß sogar ganz genau, was du fährst und wie und wo und... Was? Ne, Licht finde ich doof. Licht machen wir mal aus. So, Fenster, der Josche Fensterspalt. Warum macht denn YouTube das nicht? Ist mir egal. So, Schnabi, du kannst mal schon mal den Bus kurz vorbereiten. Ja! So, Schnabi, mach mal, leg da mal deine Fahrerkarte ein. Hast du auch eine? Schläg die mal ein, danke. So, Deckel zu und dann sagst du mir, was ich da eingeben muss. 1, 1, 1. 0, 2. Danke. Ja. Hafen City an. Wo hängt man einen Kaffeekranz denn auf? So, das müsste der eigentlich geschildert haben, oder? Schnuffi, wo hängt man einen Kaffeekranz auf? Ja, fast hat's geklappt. Fast hat's geklappt. Ist egal. Shanghai Allee steht im Zielschild. Ich muss ganz kurz gucken, ob das mit dem Fahrplan übereinstimmt. Kaffeekranz, den würde ich sagen, da küsst man sich dort runter. Wie an... Ach nee, das war was anderes, gell? Das war kein Kaffeekranz. Das war... Was war das? Ein... Uns geht's ganz gut. Was war das, wo man sich drunter küsst? Mistelzweig. Irgendwas mit Kranz. Nein. Aus Protest erstmal irgendwie Essen so was. Essen im Mundwinkel. Das ist ein Vasa Delicate Round. Die schmecken eigentlich voll Delicate, aber... Warum ist das eigentlich heute so leise, du? Kannst du mal einer erzählen? Ich hab keine Ahnung. Magst du jetzt mal losfahren? Guck mal. Aber ich bin so ein Assi-Busfahrer. Ich fahre erst eine Minute vor Dings, fahre ich dann an die Start. Interessant. Oh, da war ein Kollege, du. Also nicht, dass er stehen übersehen hätte, doch, aber eigentlich schon. Also ich hoffe mal, das passt mit den Ansagen. Ich habe die nämlich so geändert, dass man die auch in den Bussen hat. Hoffe ich mal. Ich muss mir ein bisschen... Hallöchen. Am Anfang so ein bisschen gemütlich und dann... Und dann legen wir richtig los. Ich bin auch ein bisschen nicht müde, aber wie ist man am Anfang so ein bisschen so oder nicht so in Form? Ne? Und das kommt dann mit der Zeit. Ich mache ein bisschen mein Dashboard wieder hoch. Und guten Morgen. Oh, der ist auch falsch. So, Dashboard, oder? Das ist doch super, du. Guten Tag, du. So, jetzt alle drin. Ja, mal natürlich seid ihr mit dabei. So, haben wir da eigentlich. Müsste ja auch alles passen, du. Also, ich müsste auch eigentlich alles eingestellt haben. Also, nicht, dass ich gerade was eingestellt hätte. Ja, fit geht so. Also, fit, ja, aber voll müde. Also, wie gesagt, heute viel zu spät aufgestanden, ne? Ja. Also ich find's okay. Mit Spezialgast? Wieso Spezialgast? Ach, Schnabi. Oh. Oh, ach nee, das Schnabi hyperaktiv. Es ist kalt. Nicht, dass du mir noch zu hübsch wirst. Die Zuschauer mit dir durchbrennen. Guck mich an. Ich bin nicht hübsch. Finde ich schon. Nicht in Form. Da müssen wir Josh informieren. Heute kommen die... Oh, informier. Witze wieder gut. Informiert. Also wenn irgendwas beim Sound nicht passt, einfach kurz beschweren. Bus zu leise zählt nicht, manche weil Bus zu leise gibt's nicht. Manche sagen, dass Schnabi stinkt. Nee. Manche sagen, unsere dass Waschmaschine sie einfach keine stinkt. Ahnung haben. Ja, das stimmt. Eure Mutter manche stinkt. Manche sagen, so. Sie haben auch kein Gehirn. Oder keine Nase. Oh shit, wobei sich das meistens eher so passiv äußert. Also nicht durch, die sagen das dann, sondern das sagen die im Prinzip, die es nicht aktiv sagen, sondern ja, indem ja. sie es, so, verstehst du? Ja, ja. Indem sie durch ihre Handlung. Ja, ja. Bitte, hast du eine Ansage gehört, Schnuffi? Nein. Fuck, ich nämlich auch nicht. Ich habe morgen wieder Schule. Wir hatten die ganze letzte Woche Uni, außer an den Feiertagen. Aber warum funktioniert das jetzt nicht? Keine Ahnung. Ich habe das vorgetestet. Hast du das gehört, oder? Ja. Das ZF von Morphe-Getriebe. Ja. Man kann Dobel nicht mehr spielen, weil man Bad Kienzau nicht mehr runterladen kann.
Ist eh eine scheiß Karte. Ist kein Verlust. Nee, ehrlich, jetzt ist es. Weiß ich nicht, das Problem ist, jetzt eine alte Karte und irgendwie so. Ich muss mal gucken, vielleicht gibt es da Alternativen dazu oder so. Viel zu spät aufgestanden. Ich biete das Gegenteil. Hört man eigentlich den Bus? Also, People, es wäre im Interesse aller, wenn ihr hier bitte Deutsch in dem Chat schreiben könntet, ne? Ja, mit was halt lesen können. Irgendwelche Privatunterhaltung oder sonst was. Sonst können wir es ja nicht lesen, ne? Ja, wobei, wenn die nicht wollen, dass man drauf eingeht, dann ist ja egal. Das Problem ist, dass James dann aber auch nicht blocken kann. Ja. Ja, das ist, glaube ich, das Problem. Ein Gehirn zu haben, ist echt was Tolles. Lautstärke ist perfekt. Du hast deinen Hitlerbart gemacht. Ich? Du hast deinen Hitlerbart gemacht. Ich doch nicht. Aber bist du zu leise, du? Manchmal kommt die Ansage erst ab der zweiten Haltestelle. Ja, weil ich hab nämlich, weißt du, ach so, ich muss denen beschreiben, was Sprache steht, durch das Sprechen muss, weißt du? Ach so. Musst du so schreiben, wie ich gerade rede, genau so. Oh. Guck mal, das kann keiner sehen. Hä, was ist Deutsch? Weiß ich auch nicht. Schnabi verdient einen Preis. Hat man das eigentlich? Ich muss mal ganz kurz in den, kann ich mal dein Handy missbrauchen? Ja. Alter, das ist aber auch gut laut, oh, oder? Oh, St. Martin. St. Martin, ja. St. Martin. Schau mal, bei dir ist noch das alte Thumbnail. Wie bist du, bist süß. Ich habe eine Fahrkarte für den Bus bereit. Achso, du möchtest Fahrkarte haben? Ja. Oh nein, ich kann mich, das ist Leute, Emojis sind keine Rudeltiere. Ja, Herr James. Ja, nee, der hat das erstens freischalten müssen und deswegen ja, wäre ich auch davon genervt. So 20, 20, 50 und 1. Oh, ich kann noch rechnen, du. Ja. Obwohl ich die letzten zwei Tage fast nicht an der Kasse gesessen Ein bin. Ein toller dunkler Bus da vorne. Och Mann, fuck das Grafikproblem. Ja. Obwohl ich die letzten zwei Tage fast nicht an der Kasse gesessen bin. Das muss ich mal ganz kurz hören. Mal ein bisschen reden und dann nochmal ganz kurz hören. Kann Schnabi einen Kanal haben? Schnabi braucht doch gar keinen Brauch Kanal. Auch nicht. Ja, das ist dieses Darius-Bode-Bus-Problem. Ich glaube, ich muss auf die Spur, gell? Wieso? Er sieht ganz normal so aus. Ich finde den ganz normal so. Das ist das Darius-Bode-Problem. Egal. Das haben immer nur seine Busse und Objekte. Ich weiß auch nicht. Irgendwie mit irgendeiner Grafikkarte. Vor allem, er markiert dich im Chat, aber schreibt dann auf irgendwas anderem, sprachigem. Wie wär's denn einfach mal, wenn wir das einfach mal, also einfach mal nur ganz kurz, weil man ist ja, also. Hallo! Ich kann fahren. Wie war das Wochenende? Ich hab grad Bibababababub verstanden, Schnuffi. Ja, aber ich weiß nicht, also was immer nur schwarz wird, sind so Darius Bode-Sachen. Weiß ich nicht, kann aber auch nur so ein, es kann auch nur so eine Bei mir gehen die helferlein Objekte in Lemmental nicht und es fährt auch keine KI. Upsala. Das Getriebe ist ja mal geil. Ach man, guck mal, mein Lenkrad ist wieder schief. Schnuffi, das Was? Grüßen. Ich möchte mal bei mir in Bruchsal mit einem C2 fahren wegen dem Blinker. Aber auf den Linien, mit denen ich fahre, fährt kein C2 mit Map. Das ist natürlich so eine Sache. Oh, da ist gar niemand. Ach, da will man aussteigen. Ich war euer 456 Abonnent. 456. Und wer war unser 254 Abonnent? Ich muss euch ganz mal... Also haltet euch mal kurz die Ohren zu. Schnuffi, kannst du mal... Darf ich da mal... Ich halte Schnabi auch mal die Ohren zu. Und ihr haltet euch mal kurz eure Ohren zu. So, vorbei. Ha, funktioniert wieder. Oh, die Tür hätte Danke, gar nicht... Dank deinem Bibadabadabub habe ich einen Ohrwurm. Badabibadabadabub. Josh, die Aachener Busse werden durchsichtig. Stimmt. Es ist irgendwas mit Grafikkarte und Omsi und ich glaube, man sieht nicht viel so mit dem Sonne. Soll ich was dagegen tun oder nicht? Im tollen Add-on wurde auch mal das Display schwarz oder diese tollen Grünflächenkreise. Ich kenne gar kein tolles Add-on. Früher wurde es weiß, heute Nein. ist schwarz. Fuck, ich habe was vergessen. Also, ich meine natürlich, ich habe natürlich immer wie jeder gute Omsi-Benutzer seine Bremse durchgetreten. Oh. Schnabi ist eigentlich in jedem Livestream dabei. Die letzten Male hat er nur ein bisschen verschlafen, ne? Ich muss da mal ganz vorsichtig rumdü. Haben wir einen Spendenlink? Ja, das Erste, was in der Videobeschreibung steht. Wo wohnen wir? Erstmal Geld abzwacken. In einer Wohnung. Dü. In einem Haus. Auf Mit der Welt. Einem Internetanschluss. Auf der Welt. Und... Mit Kuchen. Achso, der will zu der Tür raus. Die Sonnenblende mal, Josh. Nee, wir fahren sie in die andere Richtung. Oh nee, es gepiept, du. Ist egal, du. Weihnachtsmann. Ach süß, kommt jetzt die Serie auch schon wieder.
Was denn? Boah, ich hab heute Morgen. Oh, ich hab heute Morgen voll den Urwurm von. Last Christmas. Alter, ganz schlimm. Der ist hier durch die Gegend gerannt und hat dauernd Last Christmas gesungen. Ich hab das noch gar nicht gehört dieses Jahr. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du total spät aufstehst, total verpennt bist und dann die ganze Zeit einer neben dir Last Christmas vor sich her singt, der auch noch nicht richtig wach ist, voll der Morgenmuffel ist, aber dann voll abgeht. Ja, aber irgendwas muss man auch mal voll abgehen. Vor allem schon Last Christmas mit Ä. Ja, nee, Last Christmas. Last Christmas. Ach, das ist dann aber, die Ossi-Aussprache. Nein, die schwäbische Aussprache geht auch so. Hanoi, also wenn du Schwäbisch-Englisch lernen möchtest, dann musst du es beim Kretschmann machen. Weil der kann nämlich mit dem Makro. Mit dem Makro. Ach, das versteht wieder keiner, gell? Das ist so ein Insider von uns. Wohnt ihr im Süden? Viergang ZF. Ja, Bavü, ne? Guck mal, das, da waren wir schon mal. Das ich komme von der Schwäbischer Alb. Jetzt fahr's einmal vorbei, du. Ich kann auch kein Fiat fahren. Was ist denn Wonderful Dream? What a wonderful world. Das ist was anderes. Stimmt, wir gucken mal da vorne halt dieses Schiff auch auf der anderen Seite. Oh, ist das Hamburg? Ja. Oh. Wir fahren jetzt die 111. Mal mit dir zusammen. Wir waren gerade Bahnhof Altona, aber das ist nicht so aufgefallen. Ich habe gerade in den Stream Ja, eben meine ich, ja, ist ja richtig. Also da drüben hat das Schiff auch gehalten und da haben wir gesagt, dass da so viele Carstens stehen. Von der Wasserseite aus. Ja, klar. So, schönen guten Tag, ihr's. Wonderful Dream, das Cola-Weihnachtslied. Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. It's Christmas time. So, oder? Ja, man kann das jetzt halt nicht anmachen. Süßes fahren zwei Affen. Oh, ist das süß. Wir fahren doch gar nicht mehr gegen die Sonne. Josh, hast du Piercings oder Tattoos? Ich habe nichts davon. Ich auch nicht. Ich habe nur Ohrringe. Hey, du wüsstest davon. Also, nicht. Also, nee, ich weiß gar nicht wie, aber ich finde das voll süß, dass die in Bonn jetzt zwei von diesen AVG-Mittelflurzügen haben. Ich habe nichts gegen Last Christmas, aber meine Nachbarin schon. Wenn ich das auf dem Klavier spiele, ich wohne in einer Doppelhaushälfte, ich glaube, die findet das nicht. Ich weiß gar nicht warum. Ich raff's gerade echt nicht. I gave it away this year. Alles gut. Give it to someone special. Man kann das richtig schön in eine gewisse Lebensartweise erotisch hinein singen. Ich hole mir das Erste, was ich mir nach einer Pause hole, ist ein Haargummi, damit ich mich mal ich meine Haare kümmere. Ich habe gedacht, ein Magnum. Oh, das auch. Weil dein Stuhl aussieht wie ein Magnum. Ja, mein Stuhl sieht voll aus. Also nicht mein Stuhl, sondern das, wo ich gerade drauf sitze. Bitte! Der goldbraune Schiss. Nein, du hast die ganze Zeit von meinem Stuhl erzählt. Ja. Und ich möchte nichts von meinem Stuhl hören. Ist der Bus eigentlich immer noch zu laut? Also ich frage gar nicht mehr. Ist bestimmt in Ordnung. Ja, auf jeden Fall. Dieser Schreibtischstuhl, auf dem ich hier sitze, den haben wir neu bezogen und seitdem sieht er aus wie so ein Magnum-Eis mit Milchschokolade. Ja, allerdings Magnum. Dings. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Und zwar würde mich mal jetzt kurz die Logfile interessieren. Falscher Ordner. Ich habe nämlich vor extra alles umbenannt und irgendwie sah auch dieses Mal beim Einstellen der Linie das anders aus als vorher. Und es ist der gleiche Bus. Alles ist gut. Gibt es halt keine. Weißt du, was ich gemacht habe? Ja, okay. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe eine andere Hofdatei. Und zwar ist das der Tag- und Nacht-Hofdatei. Und deswegen vorher auf dem Thumbnail steht nämlich... Braunes Magnum hat Ähnlichkeiten. Jetzt meinst du meinen Schreibtischstuhl oder was? Ist ja langsam kein braunes Langnese-Ei. Nee, was war das? Möwenpick, oder? Braunes Möwenpick-Eis. Also, kennt ihr das, wenn ihr zu heiß badet und euch danach richtig schwach fühlt? Ja. Ich habe lange also nicht mehr aktiv gebadet. Wir haben aber ich kenne es noch. Aber ja. Also das ist die Hamburg andere Hofdatei. Auf meinem Thumbnail steht nämlich nur Shanghai Allee.
Und der hat jetzt Hafen City Shanghai Allee geschildert. Deswegen ist daran zu erkennen, dass ich das nicht optimiert habe. Also es tut mir leid. Ein österreichischer Radiomoderator sperrte sich im Studio ein und spielte 2 Stunden lang nonstop Last Christmas, bis seine Tochter anrief und ihn darum gebeten hat, es zu lassen. Ach süß. Hey, wie wär's, wenn man einfach abschaltet? Ich würde mir einfach einen anderen Radiosender suchen. Ja, du bist cool. Danke. Also mal eine Sache habe ich noch, wie ich das ändern kann. Ich nerv kurz noch. Allerletztes Mal nerv ich noch. Danach bin ich mit meinem Latein am Ende. Hörst du, Katze? Ja, ich kann kein Latein. Von wem wäre jetzt dieser Witz gekommen? Ich weiß gar nicht von wem. Das muss ich die suchen ohne Zahl davor. Die ohne Zahl als Präfix. Von da nach da. Dann wird das kopiert. Ganz kurz. Jetzt habe ich. Das ist meine letzte. Das, wenn nicht, dann habe ich halt ein Problem. Und ich nehme die mit der 111 auch nochmal ganz kurz. Ich möchte das halt hören, auch wenn die Ansagen ich in die Realität nicht leiden kann. Und ich gerade nicht gut reden tue. Es ist mir egal. So. So, jetzt aber. So. Alter, wow. Du bist der beste YouTuber ever. Jetzt habe ich schon Ohrwurm von Lovecraft-Muff. Waffe-Floof. Warum ist der Pfeffer so laut, Muffi? Der Pfeffer so laut. Bussliebe. Aber wenn er so laut pfeffert... Mama, wolltest du eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? Mutter, ich wollte mir eigentlich nur die Schuhe zumachen. Boah. Böse. Liest du die Witze nicht durch, bevor du sie vorliest? Nein. Das habe ich gelernt. Aus solchen Gründen. Ich glaube auch. Das ist so ziemlich schmarrn hier. Aber gleich sind wir aus dem Shepherd-Bereich da raus. Hä, was ist mit Morphe? Der hat wieder aufgehört. Oh. Lass einfach so im Raum stehen. Okay. Alter, warum? Dröhnt, aber ja, keine Zeit und so. Ach so, ja, stimmt. Es gibt ja auch noch ein normales. Nee, haben wir nicht. Realife. Jo. Oh, da steht was im Wasser. Ein weißes Zelt. Oh. Das ist ein Segel von einem Segelschiff. Ah. Oh, Pef. So, jetzt könnte dir vielleicht bekannt vorkommen, Schnabi, wo wir sind. Ja, hier noch nicht. Wenn du danach da guckst, nicht aber nach da vorne, die Kreuzung könntest du ja vielleicht kennen. Ja. Geht's da nicht hoch zum Rathausmarkt? Ganz grob. Erstmal nach St. Pauli hoch. Ah, ja. Und da rechts sind wir mal angelaufen. Check Ansagen. Bitches. Wir haben Schnabi jetzt schon 2 Jahre. Ja. Fast 2 Jahre. Und uns ein bisschen länger. Ja. Nee. Gell, wir haben es auch ein bisschen länger. Jo. Nee. Darf ich auch mal. Ja. Mineralwasser einer Marke, bei der ich mal gern Designer sein möchte. Es war ja, ich weiß, aber das sieht fast gleich aus. Kann ich eine Autogrammkarte haben? Ja, gerne. Steht in der Videobeschreibung. Auf Rügen wurde die Ansage von Kindern aufgenommen und nach einer Zeit geht es einem so auf die Nerven. Das kann ich mir vorstellen. Apropos Autogrammkarte, mach ist ja nicht so, dass wir die mal kostenlos verteilt haben. Nee, die wollte ja keiner haben. Letzter Seitenhieb in die Richtung. James weiß, von was wir reden. Oh ja, unser armer James. Also nicht, dass wir die irgendwo mal so verteilt hätten. Nee. Mach mal einen Josh-Song. Ist mir ja. Okay. Boah, wird aber knapp bei dem hier, du. Oh. Ich hab einen Ohrwurm von Let It Snow. Let It Snow. Seid ihr verheiratet? Sind wir verheiratet? Wenn wir Zeitreisen könnten, ja. Cool. Boah, das kann sich mal wieder böse anhören, wie, ob das Vergangenheit wäre, du. Du wurdest adoptiert, anderer Bruder. Ja. Mich wollten sie wenigstens. So, Einzelfahrgroßbereich, du. Das, was du getrunken hast, ist sicher nur Tafelwasser. Nein, das ist tatsächlich das Mineralwasser. Tafelwasser. Was? Lisa sieht einfach viel jünger aus. Ach, danke. Dankeschön. Wie wär's denn mit, eigentlich ist es immer andersrum. Ja, deswegen. Ach, guck mal, der hat das Problem nicht mehr. Oh, meine Haare. Fahr ich überhaupt? Ich fahre. Hallo. Und ja, bei der GC wollte uns ja keiner sehen. Oh nee, das war... Also, man muss dazu sagen, der James hatte an dem Tag echt Probleme mit seinen Füßen. Das ist egal, das war trotzdem. Und es hat voll gepisst. Und wir laufen dahin und keiner war da.
Boah, wir haben Ansagen. Hallo. Boah, wir müssten uns die Ansage mal anhören mit dem: Dieser Bus fährt in die Speicherstadt und nicht in Richtung. Achso. Ja, nee, also wenn dann richtig. Warte mal. Richtig ist das drunter. Guck mal, wenn dann musst du immer das da nehmen. Ja, gut. Nee, das ist einfach so. Weil Problem ist. Kann auf der Autogrammkarte auch Schnabi unterschreiben. Wir versuchen's, ne? Der Schnabi kann halt, also schreiben wird ein bisschen schwierig bei Schnabi, aber wir können dir einen Pfotenabdruck von ihm hinterlassen, so. Es waren Sturzbäche von, ja, es waren echt Sturzbäche von oben. Es war so ein, wir so, oh, wir, also ich so, boah, wir haben Regenjacken dabei. Josh so, nee, brauchen wir bestimmt nicht. Einmal fängt es voll an zu pissen und ich so, ich hol mal die Regenjacken aus. Und dann haben wir uns nachher bei einem Klohäuschen untergestellt und später unter einem Baum. Ich stand an der Hauswand. Ja, und ich stand nachher unter einem Baum und ich so, kommt doch mal her, hier ist trocken. Ich stand da alleine unter dem Hausdach. Ja, weil der James und der Julian unter die Brücke gegangen sind. Ja, voll die Penner, ey. Und ich unter den Baum und standst du da alleine. Und nachher hat der Wind getreten, dann bist du da voll nass geworden. Guck mal. Wir sind ganz am Anfang davon. Du könntest das auch schon mal gesehen haben. Josh, was ist dein Mega-Oberlieblingsbus? Oh, doch, da waren wir. Ja, da waren wir aber nur vorbeigefahren. Sowohl in Real Life. Ich glaube, der U407, ne? Immer noch. Ja. Und welches Getriebe? Das ist schon Schaltgetriebe. Also wenn dann schon Schaltgetriebe. Also ZF, 6, S, du machst geile Livestreams. M, N, wie immer das heißt. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Darf ich fahren, Iris? Ja, es gibt ja Leute, die nicht konnten. Und dann gab es aber Leute, die gesagt haben, ich komm. Und dann war keiner da. Ist halt so. Wir haben Schnabi das aber kann die Autogrammkarte anknabbern. Oh, ich glaube, ich habe eine Tür da. Ich darf, glaube ich, nicht auf den Knöpfen rumhämmern. Oh. Ja, ich fahre nachher auch noch. Ja, Tatsache. Und ja, der Stream wird danach als Videos laufen. Genau. Deswegen sagen wir doch immer, wir müssen kurz Aufnahme vorbereiten. Ich muss mal ganz kurz hier die zweite Tür irgendwie. Ich mach mal eben auf Tag noch 4 Wochen. Stimmt, noch 4 Wochen! Wow, Alter, wie so. Ich hab extra ein Treffen für euch verschoben, ja? Ihr seid super. Ich hab nämlich eine Gruppe, mit der ich noch arbeiten darf, soll, werde. Und die so, ja, machen wir doch an dem 1. Dezember, an dem Freitag. Und ich so, das wird schwierig. Also. Nicht, dass ich die Tür gerade wieder gerichtet hätte. Dass ich an dem Freitag ein Tutorium halten muss. Nee, sehe ich nicht. Ich habe schon 2 Tickets gebucht. Ich muss ein noch deutscher gucken, Mann schiebt ein Auto normal. Eine Frau schiebt ein Auto normal. Ein Pole schiebt ein Auto geklaut. Nee, finde ich nicht gut. Nein, das ist mal dieses Vorurteil, ne? Ach so, ja. Schnabi hat Style und das Geld. Da ist der schiefe Turm. Ja. Mhm. Und da sind andere Sachen. Oh, ich halte ein bisschen weit vorne vielleicht. Ja, nein. bei dem Alex wussten wir, dass es nicht funktioniert. Also da wussten wir, das hat der James ja nochmal gesagt. Das ist jetzt aber gut. Das wo fahrt ihr hin am 1. Dezember? Irgendwohin. Ja, da treffen wir nein, uns mit irgendwo dem hin. Rest. Irgendwohin. Wir treffen uns mit dem Rest. Echt? Tun wir das? Mit den restlichen? Das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Was genau, ein der James Assi, bringt's ey. Auf den Punkt. Der hat die Frau fast überfahren. Ja, weißt du, da ist gleich wieder rot. Ha, selber schuld. Ha, Twitch, da ist rot. So, du Aslak. Was hältst du davon, wenn man die VBK verklagen will, da viele Züge ausfallen? Die VBK kann ja nichts dafür. Die wollen jetzt ja schon die AVG verklagen. Weil die VBK macht nur Straßenbau. Die Straßenbahn fahren da eigentlich. Ja, eine Tageskarte für das Netz, bitte. Dann fehlt aber nachher Geld in der Karte, wenn ich die jetzt rauslasse. In der Kasse, in der Karte. Hä, was habe ich denn bitte heute? Was ist denn heute los, du? Deine Mama ist los. Tageskarte. Am 1. Dezember ist der 1. Dezember. Das ist korrekt. So, da, die Karte kannst du dir abholen. Jetzt weißt du aber, wo du bist, wo wir sind, Schnuffen. Nee, das weiß ich nicht. Doch, da habe ich schon gewendet, gell? Das war da. Nee, da sind wir ein paar Mal hin und her gelaufen, aus Gründen. Ach so, ich weiß gar nicht warum. Also wir sind da gar nicht hin und her gelaufen. Nee. Alter, ist das laut, du. Also Hamburg ist... Guck mal, der Park da. Also der hält da. Bernhard-Nocht-Straße. Heute ist Tag des Sprachfehlers. Süß. Was ist
grau und fällt vom Himmel ein Parkplatz. In Omsi? Echt? Ein Parkplatz vom Himmel? Oh, ja, bei Omsi vielleicht. Gucken gerade richten Hallo. Dürfen. Hallo. Guten Tag. Wir können Sollte ja die Tageskarte ich mal ins Yoga haben. Gehen? Ich gehe auch immer ins Yoga. Piep. Perf, perf. Ui. Warum hat das Perf, perf gemacht? Keine Ahnung. Der Unnützes Wissen der to Boss go. Hat perf, perf gemacht. 1979 wurde zum ersten Mal ein Mensch von einem Roboter getötet. So. Okay. Nächster Fall von Joshua's liest meine Frage nicht. Also ja. Ein bisschen in einer sprachlichen Abwandlung, aber im Prinzip ist es das Gleiche. Ich finde es immer süß, dass wir immer so viele neue Leute jedes Mal im Stream haben, die es noch nicht kennen. Irgendwie ist das süß. Ich bin früher immer 7 Uhr 2 mit einem Bus in die Schule gefahren. Da die immer zu spät kommen, muss ich jetzt 6 Uhr 16 fahren. Eine Runde mit lang. Oh, das tut mir echt leid. S- und U-Bahn. Haben wir einen Führerschein? Yes. Ja, schon ein bisschen. Merkt man mir beim Fahrstil gar nicht an, gell? Hält in die Haltestelle. Der Parkplatz ja. Wird zwar nichts. Josh verzieht keine Miene und normal bringt man Josh leicht zum Lachen. Nein, James, das weißt du genau, dass der Josh nur bei seinen Witzen manchmal lacht, über die keiner lacht. Und bei Stock. Alles Zuschauer Liebe zum Anlüsse. Geburtstag, grüßen tun wir trotzdem leider nicht. Yay. Entschuldigung. Sorry. Ja, der Spanier ohne Auto ist schneller fahren hier. Oh, da sind wir runtergelaufen. Alter. Ist ja nicht, dass da grün war oder so. Man glaubt gar nicht, dass ich einen Führerschein hab, gell? Welches Auto fahren wir? Auto? Ein Mercedes-Benz O505N2. Wir sind Studenten. Also ich fahre ein GN2. Ich muss jeden Tag mit der AVG fahren. Jeden Sonntag fällt die S-Bahn aus. Jeden Tag fällt die S-Bahn aus. Dadurch... I feel that. Ja. Er macht komische Geräusche. Was macht ein Holländer, wenn er die WM gewonnen hat? Er macht die Playstation aus und geht ins Bett. Hallo? Hallo. Wir hätten gerne eine Großbereichskarte. Ich glaube, er hätte gerne eine Großbereichskarte. Sollen wir ihm die verkaufen? Die einen Großbereich haben wollen. Aber er hat pünktlich gezahlt, Schnuffi. Er bekommt keine Mahnung von mir. Ich muss sagen, er hat passend gezahlt. Auto, Lieblings-LKW und Bus. Bus kennt er alle. LKW habe ich irgendwie keinen. Und Auto. Josh hätte gerne einen Benz. Am besten so eine fette S-Klasse. Ist erst so ein utopischer mein Traum. Mein Schultag beginnt um 5 Uhr. Der erste Bus kommt um 5:59 Uhr. Das ist heftig. Zeff. Ein Spürhund. Heizt im amtsdeutschen Biosensor, allgeil. Ich glaube, du magst nicht, dass ich mal Haltestellenbremse reinmache, gell, Schnabi? Ja. Schnabi mag die Haltestellenbremse nicht. Was natürlich verständlich ist, aber was will ich denn machen? Cool, da ist einer neu hier. Ich bin auch Student, aber ich fahre einen Mercedes. CLA heißt A-Klasse? Nee, CLA ist das andere Dings. Wegen Dings. Wegen Dings und Antrieb und so. Ach so. Ja gut. Ja gut, also wir haben keine Eltern, die das zahlen, ne? Aber das muss nee. Man auch nicht. Wir arbeiten Zuhause selber, dass ist, wir uns... Zuhause ist, wo der Schlüssel passt. Ja, das ist korrekt. Nee, ich finde einfach, wegen dem Studium, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt kein Auto kaufen könnte, ich könnte es nur nicht unterhalten. Guck mal, wer da auch ich. Mit dir so beim ein schönes, Benz schrottiges ist. Auto. Mercedes PKW ist schon geil. Ja, was machen die denn da vorne? C-Klasse ist was? Auch ein schönes Auto, glaube ich. Ja, keine also ich Ahnung. Ich mag die A-Klasse, die neue. Ja, diese mit die der tollen Schnauze vorne. Ha. Also was die da machen, weiß ich ja auch nicht. Wir bleiben einfach mal ein bisschen hier stehen. Guck mal, Schnuffi, da waren und die Landungsbrücken. Bei so vielen Leuten guck mal, da fahren, Landungsbrücken aus. Und da ja. Ist so ein Dings da und da so. Da oben waren wir, glaube ich, sogar. Da ist auch das große Schiff. Ja, das große Schiff ist auch irgendwo. Ja, und da hinten sieht man die Elbphilharmonie. Ja, oder? Noch nicht ganz. Die sehen wir bald. Da sehen wir das große Schiff. Ja. Fahr. Wie alt ist dein PC? Ey, das steht auf dem FAQ. Paar Monate. Der wie ist alt recht bist frisch. Du? Josh, wie alt bist du? Josh ist 20. Echt? Ja. Stimmt. Nächstes Jahr bist du 21. Boah, bin ich alt. James so, haha. Aber ist schick hier. Ich bin schon mit dem Fahrrad lang gefahren. Was ist das für ein Bus? Ein GN2. Kennen alle gar nicht mehr. Weißt du, das ist die... Nein, ich mache jetzt da keinen... Eine Anfeindung draus. Wozu braucht man einen Pickup von Mercedes?
Pickup? Ich hole mir den von Leibniz. Wieso Pickup? Pickup, der Picknicker von Leibniz. Hä, wieso Pickup von Mercedes? Die haben bestimmt auch welche. Kann ich mir vorstellen. Guck mal, wie die da rumheizen, du. So, ach Schnabi, es tut mir so leid. Schnabi fällt halt immer runter. Ja, so, sorry, Schnabi. Ja. Möchte Schnabi, dass ich mir meinen Fuß platt stehe? Haben wir Instagram? Nein, haben wir nicht. Ja, das ist ja der 4 HP, wenn ich mich nicht alles täuscht. Hey, aber wir haben noch einen. Was haben wir für einen Drucker? Kein HP. Ein Brother. Also ein Brother. Yo, mein Brother druckt das für mich aus. Weißt mein du eigentlich, wie Bro? Alt der durchschnittliche Jaja-Zuschauer ist? Also laut den Statistiken, wenn du den Glauben schenkst, Ibi 42 oder so. Ich glaube aber, dass der durchschnittliche Zuschauer eher 13 ist. Nee, 14. Nicht 13. Nee, also dadurch, dass es, also nach unten ist, das musst du dir so vorstellen. Das ist eine Verteilung, die von, gehen wir mal hier von jung aus, da ist jung. Da sind es vielleicht recht viel, das sind so. Ja. Also, dass das so ist, also, dass du, wenn du, also, Statistik. Josh macht immer so tolle Gesten. Nein, du kennst doch Statistik. Nein, Schnabi ist unser Kind nicht, nein. Du kennst auch Statistik, ja. Rechnen und so. Und dieses, es gibt so Teile, da kann ich gut erklären, dann gibt es heute. Ja. Nie, weil, ist aber auch okay sobald so. Jetzt ein Älterer ist, zieht er den Schnitt ja viel mehr hoch als ja, einer, der ein bisschen, so, das meine ich, das, die Tatsache. Deswegen, ja, ist okay. Das wollte ich erzählen. Ja, ist okay. Ich glaube eher, der jüngere Zuschauer ist kommunikativer, die Älteren schauen eher und schreiben weniger. Es kann sein, das kann echt sein. Ja, ich glaube gerade in so Streams. Was, mittags ist in meinem Bus immer die Hölle los, da stand am Freitag ja, ein Ordner. Süß. Boah, ich bin auch mit einem Zug, da sind zwei AVG-Sicherheitsmenschen mitgefahren. Ich habe mich voll behütet gefühlt. Die saßen sogar in meinem Abteil. Vielleicht haben die mich observiert. Der macht so komische Let's Plays. Den muss man im Auge behalten. Ja. Wie ein Spreißel, wenn der wehtut. Dann denkt sich das der auch. Was ist deine Meinung zu Bibi und Julienko? Ich kann nur kein Fiat fahren. Das ist meine Meinung dazu. Schnabi. Sorry. Ja. Ich kann doch kein Fiat fahren, das ist meine Meinung dazu. Hashtag, that's just how it is, ne? Was kann man dazu nur sagen? Sein? Das sollen sie machen. Ja. Oh, guck mal, ein Radfahrer. Die traut sich aber auch was, du. Weißt du, was ich mache so? Ach so, wir haben einen großen landwirtschaftlichen Betrieb, da braucht man eine X-Klasse. Ach, X-Klasse ist das. Der Pickup. Süß. So, jetzt ist der Kaffee gleich leer. B. Ach, guck mal, da ist die Äpfelharmonie. Da hinter dem Haus. Ach, süß. Da hat einer unser Assi-Slang übernommen. Was? Ey, ich bin 14, Digga. Bruchsal, it's mein Homie. So, wo ist die Äpfelharmonie? Süß. Da, irgendwo dahinter. Da ist die Äpfelharmonie. Ja. Am Kaiserkai. Bob gemacht. Hat der Bob gemacht. Tausendmal berührt. Wissenschaftler haben herausgefunden, dann sind sie wieder reingegangen. Ja, ich weiß, dass Fahrradfahrer vorbeifahren dürfen, aber ich würde mich das nicht. Aber gut, ich würde es trotzdem machen. Wenn die alle stehen, dann ist es irgendwie okay. Aber ich finde es schwierig. Guten Tag, Fahrschein. Hallo. Läuft die dann da rein? Er schraft die Leute, dann ist doch mal leid. Neuen Kaffee bringt gerne. Aber mein Kaffee. Was typische Kommerz-YouTuber. Julienko wollte sich als Arm hinstellen, hat aber die Hälfte weggelassen, was Steuern etc. angeht. Oh, das hat der, also hat sich selbst Böhmi drüber. Nee, das war der das andere. War ein anderer. Julian Bam. Das war Julian Bam. Bei den eigentlich, die finde ich eigentlich in Ordnung. Also, es ist trotzdem nicht das, was ich angucken würde, aber ich find, fand den eigentlich persönlich in Ordnung. Aber. Ne. Und so, was soll ich noch erzählen? Also, die haben jetzt ja genug Leute, die ihnen zugucken. Die können sich sogar irgendwelche Luxusurlaube in Dubai leisten. Also, bitte. Wenn die arm sind. Und irgendwelche tollen Bilder dann von sich posten, die total widerlich aussehen. Aber egal. Darf ich die Latenzzeit kommentieren oder verbietest du mir das? Mach. Also eigentlich ist es ja eine okaye Zeit, aber das ist sogar nur die Medium-Latenzzeit. Es Wen gäbe mögt noch ihr eine lieber, die Bretter oder Robert? Sie sind beide süß. Was Sie ich, sind beide toll. Was ich interessant fand ist, ich habe immer mal Reviews zu dem Spiel durchgelesen. Und da haben teilweise Review-Dingsers, ich mach nochmal kurz, haben kritisiert, wie Roberts Figur dargestellt ist. Also die fanden seine Naivität irgendwie nervig. Also, kommt schon.
Was bei Deponia die Arschlochhaftigkeit von Rufus ist, das darf doch bitte bei der Naivität von Robert sein. Ja. Ja. Genau. Josh, wo wohnst du nochmal? In einer Wohnung, in einem Haus, in der Welt? Ja, von Welt her. Genau. Ich mag das Soundpack übrigens. Ach, übrigens, YouTube-Entmonetarisierung, ne? Oh. Ne? Nee, du. Ja, also das sowas wie Livestream-Ankündigung, die ging gar nicht. Die ging bei mir noch nie. Also Livestream-Ankündigung, das ist so ungeeignet. Des Let's Plays von The Inner World wurde jetzt auch entmonetarisiert. Diejenigen, die das Spiel bei mir geschaut haben, ich weiß ja nicht, ihr könnt jetzt mal unter jede Folge schreiben, wenn irgendwas Bösartiges oder irgendwas, was man entmonetarisieren müsste, da drin stand. Aber ich bin mir sehr sicher... Brezel. Ja, Brezel. Oh, Brezel ist ein böses Wort. Brezel. So, und 95% der Zuschauer so, was labern die? Ja, ist nee, mir aber also... egal. Ist mir egal. Na? Ich mag Leute, die andere Sachen auch gucken. Ansagen? Ihr kam gerade. Ach so. Magellan, Terrassen. Super Wohnort. Schau mal, das ist dann mit den Terrassen, da wo wir da vorne nach dem Gebäude, wo wir unten auf diesem Dings da waren. Ach süß. Magellan, also nach dem großen Haus da vorne bei der nächsten Haltestelle, da bestanden wir da. Ja, mein YouTube-Kanal heißt Himbeertorte123. Da lädst du auch immer alle Loser Plays hoch. Ja, immer, ne? Also, hast du auch einen Kanal? Ja, ja, Himbeertorte123. Hast du gemerkt, wie die Fahrkarte bestellt hat? Geld hingeklatscht, Nahbereich. Was? Aber die Monetarisierung. Wartet mal ein paar Tage ab, ohne was zu machen. Meist regelt sich das von alleine. Ja, ja, Josh hat mir ja eh erklärt, nee, dass man nichts machen kann, weil die Aufrufe halt nicht reichen. Aber was ich witzig fand, wir haben am gleichen Morgen noch gelesen, YouTube hat das geupdatet. Weißt du, ich bekomme so eine Push-Notification von YouTube so, oh, wir haben das geupdatet und jetzt sollen wesentlich weniger Videos, Millionen Videos sollen jetzt weniger entmonetarisiert werden, weil wir seinen Algorithmus so toll verbessert haben und Machine Learning und bla und blub, alles toll und genau an dem Tag. Deswegen fand ich das ja witzig. Genau, also das ist furchtbar, ne? Oh, da hat, ja, also wenn du dir die Inner World gekauft hast, wenn sich das irgendjemand von euch gekauft hat, es ist so ein wunderschönes Spiel. Also es hat sich, ich will mich auch nicht spoilern, ich will das auch selber spielen. Gelohnt an alle, die es gekauft haben. Es hat sich gelohnt, finde ich. Es gibt Warum sehr hast du es nicht gekauft? Haben wir es denn nicht gekauft? Wir haben es nicht gekauft. Ja, aber wir hätten es auch gekauft, wenn wir es nicht so bekommen hätten. Hätten wir. Was im Prinzip wieder voll gegen so eine Art von Dings-Key-Dings-Gedöns zählt. Produzierst du die Folgen vor? Nö. Also? Nur minimal. Das Problem ist, Josh und ich studieren. Und momentan war noch nicht so viel los, weil einfach ganz viel ausgefallen ist, gerade bei uns an der PH mit Staatsexamen und so weiter und so fort, was die Dozenten noch machen. Problem ist, wenn ich dann alle meine Vorlesungen habe und alle meine Seminare und ich noch meine Tutorien gebe, denn ich gebe auch ein Tutorium, dann... 90% der Zuschauer, soweit. Also wenn du schon mit dem Altersschnitt arbeitest, Schnuffi... Also in der Uni gibt es verschiedene Sachen, man kann... Vorlesung besuchen, also man... Und man kann Nachhilfestunden geben. Genau, und die Nachhilfestunden und so Vorbereitungssachen, das nennt man dann ein Tutorium. So. Und das ist alles so voll, dass man Sachen aufnehmen sollte, wenn man noch Zeit hat. Das ist... Achso, ich habe gedacht, die Tutorien sind so voll, dass selbst so Leute wie du da so ein nein, Tutorium nein, kriegen. Nein. Quatsch. Ich bin lieb, gell? Ja. Nein, das Problem ist dann nur, man muss aufnehmen, solange man noch dazu kommt. Sonst werde ich ja in 10 Jahren nicht fertig. Wo liegt Möttling, wenn ich fragen darf? Nee, eins drunter. Da kommt nur so eine Kuchenfrau bei Himbeertorte 1, 2, 3. Das ist der Witz dabei. Ich habe irgendeinen Namen genommen und sag ihn halt immer wieder im Stream. Und die Kuchenfrau freut sich bestimmt mittlerweile voll. Das ist wie, das hat den Krokopan immer gehabt. Irgendwas LP. Ja. Irgendwas mit LP. Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Das ist auf jeden Fall ein Witz. Luisa hat keinen Kanal. Möttling? Also, Möttling liegt bei... ihre Videos, wie ihr mitbekommen habt, bei mir hoch. Möttling liegt bei unter Haugstedt, also bei Bad Liebenzell. Ich darf da gar nicht abbiegen. Ich mag die Inner World, obwohl ich es nicht habe. Ja, ich habe das Spiel auch ziemlich gerne gespielt. Ich spiele es auch gerne.
Ich bin allerdings auch so ein Mensch, ich würde mir das Spiel danach auch selber kaufen. Ne? Ja, Radfahrer. Da kommt ein Backtutorial, wie ich einen Baumkuchen mit Himbeercreme backe. Das Kind darf keine Achtnisrote nach, das Kind nicht rüber. Was studierst du denn? Ich studiere Grundschullehramt, das heißt, ich werde mal Grundschullehrerin. Du kannst bunte Punkte ausmalen. Ja. Ich nicht. Ich glaube, ich nenne meinen YouTube-Kanal Himbeertorte 1-2. Das geht aber gar nicht, weil die Dame schon so heißt. Doch, du kannst die Kanäle so nennen, wie du willst. Ist echt so. Und was anderes. Lisa LP. Und du kannst auch Treuepunkte einkleben. Das kann ich zum Beispiel auch nicht. Ja. Habe ich vorhin nicht aufgemacht, die Depp. Ibims 1 Depp. Wer hat überhaupt die Map Dobel gemacht? Die finde ich voll nice. Ich weiß gar nicht, wer das war. Also ich wüsste jetzt nicht, wer schon mal eine Map gebaut hat hier im Raum. Herr Dobel ist von Jaja. Das war, glaube ich, Josh. Ja, Josh, ich bin 16 Jahre alt und du bist der beste YouTuber aller Zeiten. Mach weiter so. Danke, ich mach weiter. Ich frage mich gerade semantisch. Nein, mach weiter so. Ja, mach ich auch. Also darf ich auch weiter so im Nebensatz so Sachen, ja, klar, die ich komisch finde. Was hat semantisch das Anfang mit dem Ende zu tun? Josh, was heißt semantisch? Boah, bedeutungsmäßig, ich hab die Bedeutung betreffend. Ich wollte den Leuten erklären, was redundant ist. Das habe ich in 3 Videos erwähnt und jetzt hat es bestimmt jeder. Echt? Ich habe das nur mal gesehen und ich weiß noch, dass das in solchen Dingern. Aber ich. Ja. Also, ich habe immer nur das Intro gesehen. Ich habe davor immer, glaube ich, mal was geguckt. Da habe ich immer abgeschaltet. Und ich kann mich aber noch an das Intro erinnern, weil da waren auch immer solche Häuser. Ja, ja. Ich mag das die Speicherstadt. Ich auch. Die Pfefferkörner, die habe ich früher mal geguckt. Was sind Dobel? Kann man das essen? Ist voll lecker, du. Ist so ein. Da kann man, gibt so gutes Klima und so. Aber was hat es. Ja, so in etwa, James. Überflüssig, weil mehrfach vorhanden meistens. Wie geht's euch? Ganz gut geht's uns. Wir sind ein bisschen schlapp heute, aber ja. Weil wahrscheinlich heißt das auch so redundant, also einfach nur überflüssig gekommen bleiben. Nichts gegen dich, aber ich habe meine Grundschullehrerin gehasst. Ja. Ja. Es gibt Grundschullehrerinnen, die mag man. Der Vorteil ist... Und es gibt welche, die mag man nicht. Ich habe auch welche gehabt, die mochte ich nicht. Aber ich habe auch welche gehabt, die mochte ich. Der Vorteil ist, ihr alle kommt nicht mehr in... Situation, dass... Genau, dass ich eure Lehrerin bin. Mancher behauptet, Lehrer wären redundant. Danke, James. Das finde ich immer so manche, nett von dir. Manche. Mancher. Das müssen wir jetzt auch gentrifizieren. Aber hallo. Wusstet ihr übrigens, dass wir mal so einen Aufsatz mit korrekten, gentrifizierten Formen ausführen, dass man gleich mal eine Seite mehr hat? Wenn man das richtig macht, dann nicht, aber gut. Nee, schon beim Anfang muss immer nur in dahinter schreiben. Ja. Ja, oder du schreibst es halt tatsächlich wenn immer aus. Wenn man es ausschreibt... ein fauler Sack ist, dann kriegt man das. Oh. Ja, oder man ist einfach eine Frau und, Alter, das pisst mich so an. Weißt du, sitzt in der Vorlesung, hast dann so eine feministische Tante, also nichts gegen Leute, die für ihr Geschlecht einstehen. Es gibt einen Unterschied zwischen Feministinnen, die für ihr Geschlecht einstehen. Ich erzähl mal weiter. Und dann gibt es Feministinnen, die gehen einen auf den Sack, sowas wie Alice Schwarzer oder so. Oder die mir versucht, was über Dings zu erzählen. Ja, ach so, ja, dann erzähl doch nicht weiter, lass mich erzählen. Und zwar, die redet immer nur von der Benutzerin. Also die Benutzerin, die Anwenderin. Ja, und wenn man dann das so programmiert hat, dann fragt man sich mal, wie die Anwenderin damit umgeht. Oder es wird immer prinzipiell nur die weibliche Form verwendet. Weil, keine Ahnung, ist ja Gleichberechtigung, wenn davor immer alles männlich war. Es ist halt irgendwie so. Ja, genau so wie Lisa Simpson, so feministisch. Ach, guck mal, das sind Dings. Guck mal, wir sind da. Und das ist ein Schiff. Danke für das Kompliment mit der guten Grundschullehrerin. Ich hoffe, ich werde das. Ja, bitte Leutinnen. Wow. Genau. Ja, 2 Minuten ist aber okay. Dafür, dass ich jetzt nicht so schnell gefahren bin. Ach süß, meine Grundschule war nicht vorhin. Ach süß. So, wir sind da. Ja, Pause, oder? Jetzt gibt es Eis. Jetzt gibt es Eis. Jetzt gibt es Magnum. Magnum Eis. Und ein Haargummi. Das ist ja bald nicht mehr schön hier. Ich glaube, ich habe nicht Geld. Während ich versuche, was zu erzählen. Ich sehe die Uhrzeit aber auch gar nicht. Kleine lass mal Pause. Dein Handy da. Machen wir mal 17,5 oder so. Jo. 10 Minuten ist immer gut. 10 Minuten. Oh, das ist doch super, oder? Ach, das ist doch prima. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Ja, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Dings da, bis gleich. Boah, reden am Ende. Ich brauche noch einen Kaffee. Tschüssi. Tschüss.